US-Präsident Donald Trump hat seine seit langem für Februar geplante Reise nach London überraschend abgesagt. Theresa May hatte ihn bei ihrem Besuch in Washington im April 2017 zu einem Gegenbesuch eingeladen. Offiziell will Donald Trump nicht die neue US-Botschaft in der britischen Hauptstadt einweihen, weil er kein Fan davon sei, dass die Obama-Regierung dafür 1,2 Milliarden Dollar ausgegeben habe. Jetzt soll US-Außenminister Rex Tillerson die neue Botschaft einweihen. Doch die britischen Medien zweifeln an Trumps Begründung für die Absage. Viele gehen davon aus, dass sich der US-Präsident nicht den massiven Protesten aussetzen will, die seit längerem in London anlässlich des Besuchs gegen ihn und seine Politik geplant waren.